auf Exkursionen gehen, Videos aufnehmen und gemeinsames Musizieren. In einigen Schulen in Bayern wird Kultur ganz besonders gelebt. Deshalb wurden sie heute in München als Kulturschulen ausgezeichnet. Unter den Geehrten die Greta-Fischer-Schule in Dachau. Sie ist bei dem Pilotprojekt weiterhin dabei, was die Schüler begeistert. Ich finde es mega, mega spannend und auch richtig, richtig gut, weil da können wir einfach kreativer sein, wir haben viel mehr Ideen. Ich finde es toll, dass wir eine Kulturschule sind, wegen wir dann immer sehr viele Projekte machen. Percussion, Malen und Naturkunde und so. Von der Grundschule und im Förderzentrum bis hin zum Gymnasium. Alle Ideen und Möglichkeiten kommen von den Schülern und Lehrern selbst und sind schulartübergreifend angelegt. Gemeinsam wird Kultur gestaltet. Das Pilotprojekt Kulturschule hat 2019 begonnen. 2 Jahre davon fielen in die Pandemie. Umso schöner, dass bei der Auszeichnung heute alle zusammenkommen konnten. Es sind schon die Champions, die sich nicht nur besonders Mühe geben, sondern auch entsprechende Erfolge haben, besondere Einfälle. Gerade bei der Kultur ist es ja so, dass man vieles zusammenführen kann. Und das sind jetzt Schulen, die sich wirklich ausgezeichnet haben durch ihre Projekte und durch ihre Arbeit. In der Greta-Fischer-Schule gibt es viele verschiedene Projekte, in denen die Schüler aktiv kulturelle Bildung mitgestalten. Der Ort ihrer Schule in Dachau macht die Umsetzung besonders spannend. Dachau steht immer im Spannungsfeld zwischen der Erinnerungskultur und der Kunst. Und das vereinen wir an der Schule auch eben durch unsere Namensgeberin Greta Fischer. Und da haben wir eben auch die Greta-Woche. Wir arbeiten da auch ganz, ganz viel mit der Erinnerung an Greta Fischer immer wieder zusammen. Die ausgezeichneten Kulturschulen gehen voran und zeigen beispielhaft, Kultur entsteht zusammen, macht Spaß und muss gelebt werden.